Hi, ich bin Antonio Lithes und hier kommt das Wedding Wednesday Magazin. Hallo, ich bin Diana von Brautliebe und jetzt kommt das Wedding Wednesday Magazin. Wir sind Katrin und Uwe von Blumenherzen und jetzt startet gleich das Wedding Wednesday Magazin. Hi, mein Name ist Vivian Fernandes, ich bin freie Traurednerin und jetzt kommt das Wedding Wednesday Magazin. Viel Spaß dabei! Hallo, wir sind Kerstin und Mike von Linse07L und jetzt kommt das Wedding Wednesday Magazin. Servus, liebe Brautpaare, ich bin Georg von Smartis, der smarten Tischdekoration und nun viel Spaß beim Wedding Wednesday Magazin. Aldi Foto ist offizieller Partner der Wedding King Awards 2022 und präsentiert das Wedding Wednesday Magazin. Mit Aldi Foto verewigst du den schönsten Tag in deinem Leben für dich und deine Liebsten. Aldi Foto. Es ist Mittwoch, der 5. Oktober. Hier ist die dritte Sendung des Wedding Wednesday Magazins rund um alle Nominierten der Wedding King Awards 2022. Und es sind jetzt nur noch 11 Tage bis zum großen Finale in der Flora in Köln. Und auch heute bringen wir euch wieder 8 neue Nominierte mit, die ihr kennenlernen solltet. Obwohl, so neu ist unser erster Nominierter gar nicht, denn er tritt bereits zum zweiten Mal an. Nach dem letzten Jahr sind sie auch in diesem Jahr wieder dabei im Rennen um den Titel, um die beste Hochzeitslocation Deutschlands. Wir schauen uns jetzt zusammen den Film an von der historischen Kornscheune in Orr. Viel Spaß! Die historische Kornscheune Köln. Mit einer gigantischen Deckenhöhe von fast 15 Metern wurde die Scheune mit viel Liebe zum Detail in eine außergewöhnliche und authentische Event-Location umgebaut. Hier gibt es sämtliche Möglichkeiten für eine romantische Hochzeit, zum Beispiel mit freier Trauung auf der Wiese zwischen den Bäumen. Nach dem Catering an den festlich gedeckten Tafeln verwandelt sich die Kornscheune Köln dank einer fest installierten Licht- und Soundanlage in einen Club auf höchstem Level. Es ist der Traum eigentlich jedes Hochzeitspaars, dass auf ihren Tischen, an denen die Gäste sitzen, die wichtigsten Informationen einfach immer bereitstehen. Und ein Mann, der genau das anbietet, ist Georg von Smartis und der ist mir jetzt zugeschaltet. Hallo Georg. Hallo Bea, grüß dich. Hey, schön dich zu sehen. Hi. Georg, viele kennen dich ja noch unter dem Label Gimmick. Das hat sich jetzt umbenannt in Smartis, steckt aber immer noch dasselbe dahinter. Nämlich kleine Displays für große Partys im Prinzip. Erzähl mal ein bisschen mehr unseren Zuschauern. Ja, Smartis ist die smarte Tischdekoration, die es wirklich nur bei mir gibt. Und zwar habe ich, ich zeige es euch gerne, ein Tischdisplay, das mit Blumendekoration kombiniert wird. Und somit haben wir die wichtigsten Informationen, das Wichtigste an Entertainment, Infotainment am Tisch. Und kann von allen Gästen gleichzeitig angeguckt werden. Und wir schlagen viele, viele Themen, die es gibt, wie Tischnummern, Menükarten, Moderationen, Countdowns, Ansagen, Übersetzungen. All das machen wir auf diesen kleinen Displays möglich. Und das wird interaktiv gesteuert. Und somit begleiten wir smart eine Hochzeit und bieten ein komplett neues Erlebnis, nenne ich es mal, was es so noch nicht gab. Georg, jetzt hast du das so perfekt und kompakt erzählt, dass ich eigentlich gar nichts mehr fragen kann. Aber doch, warte. Warte, mir fällt noch ein bisschen was ein. Erinnerst du dich noch, wie du auf die Idee zu Smartis gekommen bist? Ja, das weiß ich noch. Erzähl mal. Und zwar, es gab vor vielen Jahren so das Thema mit Hochzeitszeitungen.
Mhm. Die meisten werden es noch kennen. Ich weiß nicht, ob es noch gemacht wird oder ob man das gar nicht mehr macht. Und ich hatte damals sehr viele Bilder von meinem Cousin damals, ja, die ich quasi in dieser Zeitung platzieren musste. Aber ich hatte nur zwei DIN A4 Seiten zur Verfügung und gefühlt 400 Bilder, die alle eine Geschichte haben und alle auch eine Geschichte hatten, die es wert war zu erzählen. Weil alle Freunde, die da waren, die hatten Erinnerungen und irgendwie Erlebnisse mit diesen Bildern. Und da war so der Moment, dass es viel zu viel für viel zu wenig Platz und diese ganzen Texte und Kochrezepte, sind wir uns ehrlich, die liest eh keiner. Die meisten haben sich die Bilder angeguckt, die Schulbilder, die Jugendfotos und haben da quasi so in Erinnerung geschwelgt. Und da kam so der erste Moment, wir brauchen irgendwas auf dem Tisch, wo ich hunderte Bilder reinpacken kann, wo ich Videos reinpacken kann, wo ich einfach alles machen kann. Ja, und dann, als es das nicht gab, habe ich es einfach gebaut. Und jetzt ist es da und es funktioniert. Was ich daran ja auch ganz spannend finde, ist, dass du natürlich, ne, neben eben unfassbare Themenvielfalt, es natürlich auch ein Nachhaltigkeitsthema ist. Ne? Wir drucken viel weniger Papier, es wird viel weniger Papier hinterher weggeworfen. Aber sag mal, für das interessierte Paar, wie läuft denn das? Leiht man die sich bei dir aus? Kriegt man die geschickt? Muss die hinterher zurückgeben? Wie ist denn der Prozess dahinter? Also ich mache es für das Brautpaar relativ einfach. Ich bekomme alle Fotos, Videos, Bilder, Informationen, Kontakt zum Caterer und ja, ziehe mir alle notwendigen Informationen, baue daraus ein komplettes Design und Gerippe. Ich fahre zur Location, ich teste es vor Ort, also das ist mir ganz wichtig. Ich fahre hin und baue ein eigenes Netzwerk auf und teste die Funktion. Und ich komme auch und baue am Hochzeitstag auf. Und dann verschwinde ich. Ich übergebe dann quasi die Steuerung demjenigen, der das steuern soll. Sei es der Trauzeuge, der DJ. Also wir hatten schon so viele, die das quasi bedient haben. Es gibt einen Ablaufplan von mir. Und wenn es im näheren Umkreis ist, hole ich es auch wieder ab. Ansonsten dürft ihr es mir gerne zurückschicken. Aber ihr habt an dem Tag so viel um die Ohren und ihr habt so viele Termine und Pläne und Fotografen. Da habt ihr keine Zeit, um quasi die Tischdekoration in Betrieb zu nehmen. Und deswegen komme ich, baue auf, mach kurz ein Foto zur Erinnerung und dann bin ich auch schon wieder weg. Und sorge aber dafür, dass alles funktioniert. Weil wenn, es ist Technik, brauchen wir nicht drüber reden. Jeder, der ein Handy hat, weiß, dass es hin und wieder mal hakt. Ich weiß, was zu tun ist, wenn ich euch die Displays schicke. An dem Tag irgendwas passiert, keiner kann reagieren. Und dann wäre schade um die Hochzeitsfeier. Deswegen für euch ein rundum Sorglospaket, mich buchen, ich komme vorbei, mache ein Foto mit euch, baue alles auf und dann bin ich auch schon wieder weg. Jetzt hast du ja vorhin gesagt, das ist ein Tischdisplay mit integrierter Blumendekoration. Richtig. Ich glaube, das Herz eines jeden Technikers blutet, wenn er denkt, oh Gott, und dann kommt da Wasser dran. Wie wird das denn gemacht? Wir haben überhaupt kein Problem. Ich zeige es euch gerne mal. Die Gehäuse sind so gedruckt und fertig. Mhm. Ah. Also wir haben schon trocken, wir haben nass dekoriert. Da kommt kein Wasser durch. Okay. Hier steht zwar noch Gimmick, so das alte Logo, aber es funktioniert und ihr braucht keine Sorge haben. Also ich hatte auch Floristen, die haben das komplett live gesteckt, einen Schwamm ins Wasser getunkt, rein, Blumen rein, es passiert nichts. Also die Floristen können sich austoben und die Technikfans, die brauchen keine Sorge haben, die Displays funktionieren auch danach immer noch. Gut zu wissen. Georg, mit dieser wunderbaren Idee und ja, deinem ganzen Geschäft bist du nominiert bei den besten Event-Specials in diesem Jahr und greifst nochmal an. Wir drücken dir alle Daumen. Ich danke dir sehr, dass du hier uns heute nochmal Frage und Antwort, nee, eigentlich nur Antwort gestanden hast, gefragt habe ich dich, ja. Und dann sehen wir uns auch schon in Kürze in der Flora. Es sind jetzt ja nur noch 11 Tage. Danke dir, Georg, für deine Zeit. Vielen Dank. Und ich freue mich, euch wiederzusehen in der Flora. Du, ich freue mich auf dich. Und jetzt, ihr Lieben, nehmen wir euch mit in den nächsten Film und zum nächsten Nominierten. Viel Spaß. Hi, ich bin Toni, ich bin bekannt als DJ Antonio Elises und ich bin Hochzeits-DJ. Das Ganze fing an, wo ich mir mit 16 Jahren mal mein erstes kleines Mischpult gekauft habe und es endet jetzt quasi darin, dass ich hauptsächlich auf Hochzeiten und Firmen-Events unterwegs bin.
Paare, die mich buchen, sind in der Regel Paare, die genauso alt sind wie ich. Natürlich habe ich auch etwas ältere Brautpaare. Wer mich bucht, der bucht auf jeden Fall einen DJ, der sich dezent im Hintergrund hält und nicht sich in den Vordergrund stellt mit irgendwelcher Moderation oder peinlichen Polonaise-Spielchen. Wenn ich auf eine Hochzeit komme, dann kann man mich in Anführungsstrichen nackig als DJ buchen. Da komme ich quasi und schließe mich mit meinem Mischpult und mit meinem Laptop an eine vorhandene Anlage. Ich kann aber natürlich auch meine eigene Technik mitbringen, gerade Licht- und Tontechnik. Was man bei mir auch noch buchen kann, sind die XXL Love Buchstaben. Die sehen natürlich auch auf der Tanzfläche super aus. Für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass nicht nur das Brautpaar zufrieden nach Hause geht, sondern dass auch die Gäste einen schönen Tag hatten und für jeden etwas dabei ist. Also Hochzeitsfeiern mache ich am liebsten, weil ich finde, das ist eine persönliche Nummer. Es ist ein Familienfest und da bin ich nicht so der Dienstleister, der den ganzen Tag einfach nur sich hinterm Mischpult versteckt. Von der Buchung bis zum Ende der Party läuft das so ab. Ich möchte natürlich meine Brautpaare kennenlernen, die Brautpaare möchten mich kennenlernen. Ganz wichtig ist mir, dass die Chemie stimmt und dass wir auf jeden Fall auf einer Welle reiten, auch musikalisch. Ich freue mich auf jeden Fall mega auf die Wedding King Awards. Das ist für mich das Highlight dieses Jahr. Ich freue mich auf eine tolle Show in der Flora. Für mich als DJ, dass ich auch zeigen kann, was ich drauf habe. Eine halbe Stunde ein Live-Set spielen, das finde ich besonders wichtig. Nicht nur einfach eine Nominierung, bester Hochzeits-DJ, sondern dass man auch mal zeigen kann, was hat man drauf. Ich bin Antonio Elifes und ich freue mich im Finale der Wedding King Awards am 16.10. in der Flora in Köln dabei zu sein. Kennengelernt habt ihr ihn jetzt schon ein bisschen und jetzt haben wir ihn natürlich auch zu uns ins Studio geholt. Hier ist Toni. Hi Toni. Hi Bea, schön, dass ich hier sein darf. Du, schön, dass du da bist und schön, dass wir schon so viel über dich erfahren konnten in deinem Film als DJ. Aber lass uns noch mal ein bisschen quatschen. Wenn man als DJ bei den Wedding King Awards teilnimmt, mit welcher, ja nennen wir es mal, Erwartung gehst du dran? Gibt's da was? Also eine große Erwartung habe ich nicht. Ich freue mich insbesondere tierisch auf den Abend, Kollegen kennenzulernen, mich auch zu präsentieren, gerade mit meinem Live-Set, dass ich auch mal zeigen kann, so sieht das in der Praxis aus, so lege ich auf. Mhm. Das ist so ein bisschen, sind meine Übergänge, meine Musikwahl und genau, ich freue mich auf jeden Fall auf einen tollen Abend. Bist du ein nervöser Typ? Auf jeden Fall. Es wird ja dazu kommen, dass du im Green Room sitzt mit den anderen Nominierten und es ja da unweigerlich dazu kommt, dass dann die letzten Voting-Sekunden aufgerufen werden. Das heißt, wenn du so ans Online-Voting denkst, das beginnt ja am 9. Oktober, also nach oder eigentlich mit den DJ-Live-Sets, die wir senden. Hast du da schon Leute mobilisiert oder denkst du dir, das behalte ich mir noch alles geheim und dann geht's so richtig los? Ja, natürlich, ich habe schon ein paar Leute mobilisiert, natürlich ein bisschen die Werbetrommel anrühren und auch da an dem Tag in dem Green Room, natürlich freue ich mich auch mal zwei Sätze zu sagen, aber ich bin natürlich so ein nervöser Typ, ich komme dann schnell in Stottern und dann weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Da helfen wir dir, keine Sorge. Ist ja, du bist ja DJ, es geht ja bei dir um Musik, ne? Genau. Ja, es ist ja auch jetzt nicht dein Geschäft zu quatschen, genau. Aber wenn du an die Musikauswahl, im Speziellen, wenn wir über eine Hochzeit reden, gehst, ist das für dich etwas, was sich immer wieder gleich bei dir darstellt? Weil klar, man stellt sich natürlich auf das Paar individuell ein. Oder ist es jedes Mal ein frisches, neues Anfangen? So, hey, ich freue mich auf die Hochzeit und jetzt mache ich was ganz Neues. Wie läuft denn das bei dir? Ja, also so wie du es gerade schon gesagt hast, natürlich stimme ich mich mit dem Brautpaar ab, habe dann ein Vorgespräch mit denen, wo ich so ein bisschen die Must-Haves und die No-Gos rausfinde und auch so ein bisschen so ein paar Lieder, die ich dann so ein bisschen aus dem Brautpaar in dem Gespräch rauskitzel, worauf die stehen und genau, und dann können die bei mir in Online-Frage Bogen, können sie so ein bisschen Schulnoten vergeben, verschiedene Musikgenres und an dem Abend selber mache ich den größten Teil spontan. Ja. Man muss natürlich so als DJ so den eigenen Musikgeschmack an der Garderobe abgeben und genau, und so ein bisschen auf die Gäste reagieren und auch eventuell auch den ein oder anderen Musikwunsch annehmen. Also es ist, ich würde sagen, ich habe so einen roten Faden, der sich so ein bisschen so durch die Hochzeit zieht, aber auch da ist natürlich immer ein bisschen Abweichung. Ja. Und ja, so ich würde sagen, so nach dem Eröffnungstanz, die ersten 5, 6, 7 Lieder, die sind so zu 95% immer gleich, weil ich weiß, das sind tanzflächenfüllende Lieder, wo die Leute schnell auf die Tanzfläche kommen und auch bleiben. Mhm. Und genau, und ab dann
Mache ich einfach spontan. Okay, jetzt bist du natürlich ein sehr sympathischer Typ, auf den man auch einfach zugeht. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, jetzt kommt da, für mich ist immer der berühmte Onkel Heinz, kommt um die Ecke und denkt sich, oh, der nette junge Mann, da gehe ich jetzt mal hin, da wünsche ich mir mal ein paar Lieder aus meiner Generation. Du weißt aber, das Brautpaar hat gesagt, keine Onkel-Heinz-Lieder. Ja. Was dann? Genau, Onkel Heinz oder Tante Doris ist auch, das ist genau, sind genau dieselben. Genau. Ja, die sind also, verheiratet, um ehrlich zu sagen. Genau, die sind verheiratet. Also ich spreche es offen und ehrlich an. Ne? Ich sage, Onkel Heinz, cooler Song, aber das Brautpaar hat mir eine No-Go-Liste gegeben. Das steht drauf und ja, leider nicht. Ne? Und dann ist es ja quasi immer so, dass Onkel Heinz sagt, ach nee, das kann ja nicht sein, da gehe ich zu meiner Nichte hin und das kläre ich mit der. Ne? Und dann am Ende kommt die Braut und sagt, ach komm, ein Lied von Onkel Heinz ist auch in Ordnung. Und ja, also das kann man, das muss man halt natürlich immer gucken, was wünschen sich auch die Leute. Ne? Es muss schon zu dem ganzen Konzept Hochzeit passen und ja. Bist du für jeden Stil buchbar? Also nach dem Motto, hey, wow, wir hätten gern so einen Rock und Metal, am allerliebsten so die ganze Range Bryan Adams und alles, was sich so in der Zeit abgespielt hat? Oder sagst du, ich klammere bestimmte Stile für mich auch aus? Ja, also grundsätzlich irgendwas ausklammern, das mache ich nicht. Ich bin jetzt nicht der Spezialist, wenn es den ganzen Abend um Schlager, Après-Ski oder Mallorca, Böllermann, aber auch natürlich irgendwie Rock oder was ganz Altes, wo ich wirklich nicht im Thema bin, da könnte ich nicht einen ganzen Abend oder viel von dem Abend füllen, sondern wer mich bucht, also ich sag mal, meine Brautpaare, die sind alle so ungefähr so zwischen 23 und 35, sind genauso alt, mehr oder weniger wie ich, und dann merkt man auch schon, dass das der Musikgeschmack auch dass dasselbe ist, ne? Ja. Und genau, ja. Zu welchem Song rennst du auf die Tanzfläche? Oh, da gibt's viele. Sag mal. Aber Can't Stop the Feeling von Justin Timberlake, Ist so, weiß ich nicht, das ist klasse, das Lied, ja. Also, er ist der Mann, der zwischen 23 und 35 Jahre alt, wir wissen nicht genau, wie alt er ist, aber das ist Toni, nominiert in der Kategorie der besten DJs in diesem Jahr. Ihr könnt eure Stimme natürlich für ihn abgeben. Wir unterhalten uns noch ein bisschen über Musik und dann nehme ich euch gleich mit zum nächsten Gast. Das wird Brautliebe sein, da sehen wir uns gleich im Studio wieder. Bis gleich. Toni, danke dir, dass du da warst. Danke, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. Und ein bisschen könnt ihr es schon ahnen. Ich habe es euch ja schon angekündigt. Hier ist sie, die Chefin von Brautliebe. Hier ist Anna. Hi Anna. Hi. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch sehr. Lass uns ein bisschen über derzeit angesagte Brautmode quatschen. Mich interessiert ja immer, was mögen Bräute jetzt gerade in diesem Moment? Was verkauft sich am allerbesten? Wo geht der Trend hin? Was würdest du denn sagen? Oh, das ist total unterschiedlich. Also man kann gar nicht sagen, das ist der Trend. Es gibt mehrere Trends. Wir haben einmal den Clean-Trend, der wirklich sehr, sehr stark kommt. Glitzer, tiefer Rücken ist total in, ich würde sagen, Fit und Flair ist ein bisschen zurückgegangen und Boho auch. Aber ja, Glitzer, Spitze, und natürlich sehr clean. Also das kommt auch. Auch clean finde ich gut. Ich hoffe dann auch immer mit Taschen. Das auch. Ich finde, viele Brautkleider, jedes Brautkleid sollte Taschen haben. Das wäre sehr schön. Klappt aber nicht immer. Aber die ganzen Kleider aus Mikado-Seide, die haben meistens auch Taschen mittlerweile. Sehr gut. Sag mal, wie lange gibt es denn die Brautliebe jetzt in Solingen? Ich erinnere mich noch sehr gut an eure Eröffnung. Tatsächlich fast ein Jahr sind wir jetzt in Solingen, Ende Oktober. Ja. Können wir Einjähriges schon feiern. Fühlt sich an, als wäre es gerade 2 Monate her gewesen. Echt? Ja. Ich hätte jetzt gedacht, du sagst, auch fühlt sich an, als würden wir das immer schon tun, weil es so toll ist. Ja, das schon. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir schon ein Jahr tatsächlich jetzt in der alten Schlossfabrik sind. Wie groß ist denn eure Fläche? Da ist ja ziemlich fast viel. Fast 700 Quadratmeter mit allem drumherum. Das heißt, die Braut, die zu dir kommt, ist erstmal so ein bisschen... Ein bisschen. Ich hoffe. Voller guter Gedanken und das ist schon viel, muss man sagen. Wie gehst du so vor bei so einer Beratung? Die Braut kommt zu dir in den Laden, hat natürlich auch Vorstellungen. Wer ist denn so deine typische Braut und wie läuft das dann? Sehr viel die Instagram-Braut tatsächlich. Ja. Typisch ist eigentlich, man kommt zu uns und macht einen Termin vorher. Wir begrüßen die Bräute immer direkt an der Tür, nehmen die mit in die Suite und dann führen wir ein kleines Gespräch miteinander, dass man sich ein bisschen kennenlernt und dann dürfen die auch schon durchstöbern. Natürlich wird getrunken, gequatscht, also so ein typischer Mädchen
Tag oder ein paar Stündchen halt einfach gemeinsam. Ist es auch immer noch so, dass Bräute vordringlich ihre Mamas und ihre Trauzeuginnen oder Brautjungfern mitbringen? Oder sind auch mehr Papas mittlerweile dabei eigentlich? Hm, doch, tatsächlich. Also in letzter Zeit haben wir doch einige Papas mit, die sehr aktiv mitberaten auch, muss man sagen. Die Truppen werden auch größer. Also die typische Truppe ist bei uns 5 Mädels plus die Braut. Okay. Oder Papa und also so 5, 6 Leute ist ganz normal mittlerweile. Ja. Aber ist das nicht auch verwirrend, wenn dann jeder sagt, ah, oh, nee, aber ich fände das da schön und ich fände das schön und dann kommt Papa und sagt, aber eigentlich wollte ich meine Tochter als Prinzessin nach vorne führen? Kommt drauf an. Also wir sagen dann auch direkt so ein bisschen die Regeln, wie es funktionieren soll. Und eigentlich ist auch schön, wenn die Handys wirklich wegbleiben während der Beratung. Wir sagen immer, macht Fotos vorher, nachher. Aber so wollen wir uns einfach nur auf die Braut konzentrieren. Ja. Sie soll einfach in der Mitte stehen. Ne? Das geht, das geht. Wenn man so ein bisschen Regeln aufstellt, dann passt das schon. Warst immer dein Traum, Brautmode zu verkaufen? Nein, tatsächlich nein. Ich liebe Mode und ich bin mit meiner Oma aufgewachsen neben der Nähmaschine. Aber nein, also bin ich ganz ehrlich, aber ich bin da reingewachsen. Ja. Das war ein Hobby von mir von ganz vielen Jahren. Ich bin schon seit immer mit den Mädels mitgegangen und dann hat sich das natürlich so ergeben, dass ich gesagt habe, ich mache mein eigenes Ding. Ja. Und ich liebe es auch. Jetzt ist es ja bei dir, finde ich, was ganz Besonderes, was ja auch längst nicht jeder Brautmodelladen hat, ist, dass ihr ja eure große Werkstatt, eure große Schneiderei angebunden habt. Ja. Da sitzen ja noch mal eine ganze Menge Leute, die man nach vorne raus in Pink gar nicht sieht. Das ist richtig. Die Mädels sagen mal, hinten wird gearbeitet und vorne haben wir Spaß. Aber ja, die Schneiderei, das ist einfach, das war mir auch schon immer wichtig. Und so wirklich also alles anzubieten. Und ich mag es gerne, auch Sachen zu verändern, selber zu entwerfen, mitzugestalten und auch einfach mal das Handwerkliche auch mal zu sehen. Ja. Weil es wird immer gesagt, es wird mal eben gekürzt, mal eben geändert. Aber da sind auch viele Stunden Arbeit hinter und auch das macht richtig viel Spaß. Ich glaube, man darf ja nicht vergessen, wenn ihr ein mehrlagiges Kleid kürzen lassen wollt, muss jede Lage angefasst werden und eben nicht nur eine. Es sind nicht einmal rundherum nähen, sondern manchmal 15 oder 20 Mal rundherum nähen. Ja, wir machen das auch in mehreren Schritten und es wird per Hand geschnitten, hinterher mit der Maschine geschnitten. Es ist sehr, sehr viel Arbeit, aber man muss auch das wirklich mit Liebe machen und muss auch Spaß daran haben. Ja. So, ihr Lieben, ihr seht das. Ganz viel Liebe, ganz viel Spaß. Ich würde sagen, wir gucken uns mal das Brautliebe-Team an, aber auch eigentlich die komplette Brautliebe-Welt in Solingen mit Samtschneiderei und allem. Hier ist der Film für euch. Viel Spaß. Hi, ich bin die Anna und ich bin die Frauenfrau hier von Brautliebe. Brautliebe ist wirklich ein Ort, um Bräute ganz und gar glücklich zu machen. Wir haben Brautkleider, Accessoires, wir haben ein eigenes Fotostudio. Im Grunde genommen kommt hier eigentlich jede Braut hin. Bei uns findest du alles, aber auch sehr besondere Kleider. Also für die Bräute, die kein Standardbrautkleid haben möchten, sondern vielleicht ein bisschen was Ausgefallenes, haben wir auch eine wunderschöne Auswahl. Wir lernen uns meistens schon bei Instagram kennen. Wir schreiben uns ganz kurz, buchen online einen Termin, kommen hier hin mit den Liebsten. Dann gehen wir mit der Braut in eine Suite, lernen wir uns ein bisschen kennen und dann schaut sie sich die Kleider an. Da wird wild angezogen, ausprobiert und wir sagen nicht nach 2 Stunden ist Schluss, sondern nehmen uns auch wirklich auch 3 Stunden manchmal Zeit. Ganz wichtig beim Brautkleider kaufen ist einfach, dass man auf sein eigenes Herz hört. Schließlich ist man die Person, die das Kleid dann trägt. Was mir sehr, sehr wichtig ist, dass wir nicht nur Brautkleider verkaufen, sondern auch wirklich bis zum letzten Tag für die Braut da sind, die Anpassung machen, alle Wünsche tatsächlich auch erfüllen können. Wir haben auch eine eigene Kollektion. Es gibt die Brautliebe-Kleider, die wir selber designen und hinterher in der Schneiderei auch natürlich auch anpassen. Es ist nach wie vor immer noch eins der besten Gefühle überhaupt. Also die Braut zu begleiten, wirklich, wenn sie ihr Traumkleid findet. Ich sage immer, das kribbelt so ein bisschen in den Fingerspitzen. Ich glaube, das kann man so oft machen, wie man möchte in seinem Leben. Man hat immer, immer wieder bei jeder Braut die Emotionen und ich freue mich immer extrem mit. Und manchmal fließen auch bei uns dann die Tränen.
Auf die Wedding King Awards freuen wir uns ganz besonders. Wir sind das erste Mal dabei und das ganze Team ist so aufgeregt. Und ich finde es besonders, weil es halt nicht so ist, man geht irgendwo hin und verteilt Flyer, sondern man zeigt auch einfach sich und das Team. Und so können die Bräute uns vielleicht auch auf eine andere Art und Weise kennenlernen. Das Team von Brautliebe in Solingen und wir sind dabei im Finale von den Wedding King Awards am 16. Oktober. Wir freuen uns! Das ist doch ein schöner Laden von Brautliebe, oder? Ich glaube, da macht Brautkleid kaufen richtig Spaß. Und wenn man dann das perfekte Brautkleid gefunden hat, dann geht es doch eigentlich jetzt nur darum, die perfekten Fotos zu bekommen. Und jetzt ist es soweit. Wir stellen euch die nächsten Nominierten in der Kategorie Beste Fotografie vor. Und mir sind jetzt zugeschaltet Kerstin und Mike von Linse 0711. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo, uns geht's gut. Ja, wir freuen uns schon auf Mitte Oktober in Köln zu sein. Lass mich raten, ihr zwei, natürlich seid ihr aufgeregt, aber worauf freut denn euch am meisten? Ja, die Aufregung steigt auf jeden Fall. Wir sind ganz aufgeregt, was ihr aus unseren Beiträgen, die wir haben, Schönes zaubert und wie das alles ankommt. Und ja, die Bilder vom letzten Jahr, die sind ja schon mal fantastisch und wir hoffen, dass es dieses Jahr noch besser wird. Jetzt ging es ja für euch natürlich auch, wie für alle anderen, um die Planung eures Wettbewerbsbeitrages und ne, die Fotos dafür zu machen und so weiter. Erzählt mal so ein bisschen, wie seid ihr dann rangegangen? Bei euch ist es ja besonders gelaufen, wenn man so sagen will, oder? Also wir haben uns für eine Live-Hochzeit entschieden und sind da vielleicht auch ein gewisses Risiko eingegangen, was dann auch voll belohnt wurde. Das heißt, wir hatten eine freie Trauung draußen und es hat geregnet. Also wir haben dann spontan nochmal auf Indoor umgebaut und ja, es ging den ganzen Tag so ein bisschen drunter und drüber, wie im wahren Leben. Ja, und ob wir mit den Bildern zufrieden sind, wir hatten vielleicht ein bisschen was anderes erwartet, weil Sonnenschein und blauer Himmel am See mit Steg und es ist das nicht ganz geworden, aber wir sind sehr zufrieden mit den Bildern und das Brautpaar hat die Bilder schon gesichtet, war zu Tränen gerührt und das ist ja eigentlich das, was wir auch erreichen wollten. Jetzt habt ihr ja im Prinzip bei eurem Shooting ja genau das gemacht, was ihr auch im echten Leben macht. Wenn ihr jemandem euren Stil erklären müsstet, eure Arbeitsweise, was würdet ihr sagen? Erzählt mal. Wir sind definitiv zu zweit. Bedeutet, wir können aus verschiedenen Perspektiven arbeiten. Wir versuchen, im Geschehen dabei zu sein, ungestellte Bilder zu machen. Die Emotionen einzufangen. Also wir sind nicht diejenigen, die ein großes Setting irgendwo auf einer Hochzeit aufbauen und uns das Brautpaar dann für eine Stunde von der Hochzeitsgesellschaft entfernen. Wir schwimmen so mit, wir dokumentieren alles, was so passiert. Und ja, wir nehmen uns das Brautpaar und machen Einzelbilder und Gruppenbilder. Das ist dann meistens mein Part. Kerstin kümmert sich in der Zeit als zweite Fotografin dann um die Gäste, dass die, wenn die sich mal in ihren schönen Zwirn geworfen haben, auch schöne Bilder von sich bekommen. Und so fällt es dann immer gar nicht auf, dass das Brautpaar mal eine halbe, dreiviertel Stunde vielleicht weg ist zum Bilder machen. Jetzt, weil wo Linse 0711 draufsteht, Punkt, 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 was bekommt man dann? Und überhaupt die große Frage, wie ist es eigentlich zu dem Namen gekommen? Na, ihr bekommt uns. Jede Menge Spaß. Fotografen, die ja als Freunde, als Gäste ja, auf einer Hochzeit sind und nicht so aufgepflanzt von draußen irgendwie die Hochzeit übernehmen. Ja, und der Name Linse 0711, Linse wegen Fotografieren 0711, ist tatsächlich die Telefonvorwahl von Stuttgart, meinem Heimatort. Ich bin seit 10 Jahren hier oben an der Ostseeküste und habe dann den Namen einfach mit hochgebracht. So, zwar am Wedding King Awards Wochenende habt ihr ja tatsächlich am Samstag noch eine Hochzeit. Sind dann alle Vorbereitungen gemacht? Steht alles parat? Fahrt ihr direkt los? Wie wird das laufen? Also wir freuen uns sehr auf euch, aber kommt ihr an? Wir freuen uns riesig drauf. Also mein Outfit steht. Meins hängt auch schon im Schrank. Das Auto wird dann vollgetankt sein. Ja. Wir fahren dann halt Sonntag früh dementsprechend los, fahren nach Köln, haben 6 Stunden Anreise, sind pünktlich zur Generalprobe da und lassen abends dann die Puppen tanzen. Absolut. Egal, wer gewinnt. Ihr zwei, ich danke euch. Wir freuen uns auf euch. Wir haben zu danken. Danke und bis zum 16. Oktober in Köln. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns den Film von Linse 0711 an. Viel Spaß dabei.
Moin, moin, so sagt man bei uns. Ich bin Kerstin. Und ich bin Mike von Linse 0711 und wir machen Hochzeitsfotografie mit Herzblut. Mit der Hochzeitsfotografie haben wir angefangen vor circa 10 Jahren. Ein Geschäftskollege von mir hat geheiratet und sagte, du kommst auf unsere Hochzeit und machst die Bilder. Kerstin hat dann gesagt, ich komme. Und wir hatten so viel Spaß und haben auf der Hochzeit dann auch schon gleich den nächsten Auftrag gekriegt und so sind wir dazugekommen. Wir sind echt authentisch. Wir haben Equipment, unsere Kameras lediglich dabei. Das war's. Bei uns gibt's keinen Aufsteller. Kein Bogen, kein Absatzbogen. Nein, sowas gibt es bei uns nicht. Wir sind wie Gäste, wie gute Freunde. Genau. Und versuchen einfach, die Hochzeit so aufzufangen, wie sie tatsächlich war, ohne da großartig einzugreifen und zu sagen, hier, ihr könnt jetzt keinen Kaffeekuchen trinken, wir haben jetzt hier gerade tolles Licht und Sonnenuntergang, mitkommen. Dieses mit dabei sein und den Brautpaaren echt auch den Moment, den sie an dem Tag haben, einzufangen und auch irgendwo eine Dankbarkeit von dem Brautpaar. Produkte bewegen sich nicht. Genau. Da eine Dankbarkeit von dem Brautpaar auch irgendwo zu bekommen und das ist so unser Antrieb, unsere Motivation. Ich weiß nicht, wie oft man eine Hochzeit schon begleitet hat und hinterher am PC gesessen ist und sich die Bilder angeschaut hat und vielleicht noch mal angefangen hat zu heulen. Ja, auch das passiert uns oder mir. Ich bin ja auch schon sehr emotional. Also erstmal lassen wir sie so, wie sie sind, weil wir sind ja auch genauso, wie wir sind. Und aus der Situation nehmen wir sie heraus. Wenn die nicht so extrovertiert sind, erstmal bei sich zu lassen, die sollen sich mal auf sich konzentrieren. Die haben einen tollen Tag. Die freuen sich, die haben ein Lachen im Gesicht und das können die ruhig in dem Moment auch ausleben und wir sind gar nicht da. Es ist eine echte Ehre, dass wir zu den Nominierten gehören. Ja. Wir sind richtig gespannt, was uns in Köln erwartet. Das, was wir bisher schon gesehen haben aus den letzten Jahren, das macht uns echt richtig Spaß, dass wir dann da dabei sind. Also ich will auch nicht hinterm Zaun lassen, dass wir nicht nervös werden, egal ob es nachher so cool wie es auch ist, aber man ist ja trotzdem nervös und angespannt. Mensch, wann geht man über einen roten Teppich? Mega! Hi, ich bin Kerstin. Und Mike von Linse 0711. Und wir sind dabei beim großen Deutschlandfinale der Wedding King Awards 2022. So ihr Lieben, und ihr wisst es ja, eine der Kategorien, die im letzten Jahr das erste Mal dabei waren, war die Kategorie der freien Trauredner und Traurednerinnen. Und wir haben direkt wieder eine der Nominierten aus diesem Jahr dabei. Hier ist für euch Vivian Fernandes. Hallo Vivian. Hallihallo, ich grüße euch. Schön. Hi, schön dich zu sehen. Vivian, jetzt ist es ja schon bald soweit. Bist du aufgeregt? Ja, natürlich. Es gehört ja, eine gewisse Aufregung ist doch ein Pflichtgefühl, denn sonst nimmt man das ja nicht ernst genug, das Ganze. Ich bin immer aufgeregt vor jeder Rede. Von dem her natürlich auch vor den Wedding King Awards, klar. Jetzt warst du ja letztes Jahr im Saal als Gast. Ja. Und wenn du da nochmal so denkst an die Stimmung, die da war und dich jetzt darauf konzentrierst, dass das ja in diesem Jahr dir widerfahren wird und du da auf der Bühne stehst, geht man da mit Respekt dran, mit Ehrfurcht oder ist da eine riesige Vorfreude und du sagst, oh, ich will jetzt aber los? Ja, sowohl als auch. Ne? Also es ist eine riesige Vorfreude auf jeden Fall da, denn ich habe ja gesehen, was da so alles passieren wird und ich freue mich total darauf, die Zeit gemeinsam mit euch natürlich zu erleben und mit den anderen Kandidaten und natürlich auf die Aftershow-Party freue ich mich ganz besonders. Aber auch habe ich natürlich ein bisschen Ehrfurcht, denn man macht ja sowas ja auch nicht jeden Tag und sind ja viele Zuschauer da und man möchte sich ja ganz gut präsentieren, wie man ja eigentlich auch ist. Und in dieser kurzen Zeit, da muss man sich ja dann schon genau überlegen, was man da erzählen könnte. Genau, denn du hast nur 5 Minuten in diesem Jahr auf der Bühne. Ist es dir schwer gefallen, dich zu entscheiden, was du präsentieren wirst? Ehrlich gesagt hatte ich gleich eine Vision und diese Vision versuche ich gerade umzusetzen und ich bin dann schon auf einem ganz guten Weg freue mich darauf, wenn ich das präsentieren darf. Also meine Vision, die ich als allererstes hatte, die wird auch auf der Bühne auf jeden Fall vorgestellt.
Das hört sich spannend an. Wir verraten natürlich noch nicht mehr, aber Die große Frage, jetzt auch so im normalen Traurednerleben, bist du jemand, dass du sagst, ich brüte meine Vision alleine aus oder hast du dir Hilfe geholt? Ja, also sowohl als auch. Ne? Wenn ich unsicher bin, dann habe ich ja Gott sei Dank mein Netzwerk und da kann ich immer wieder bei Kolleginnen und Kollegen nachfragen, hey, wie findest du das oder was hältst du davon? Und das habe ich auch diesmal getan und habe meine liebe Kollegin, die Sarah, gefragt und sie hat gesagt, mach das genau so, wie du es aufgeschrieben hast. Und ja, das gibt mir natürlich nochmal den nötigen Push, der mir vielleicht etwas gefehlt hat oder die Sicherheit, das genau so durchzuziehen. Genau. Bringst du Unterstützer mit in den Saal? Leute, die jubeln, Plakate schwenken und was man da so braucht? Plakate schwenken, weiß ich nicht. Aber meine ganze Familie wird auf jeden Fall mit dabei sein. Und noch eine Musikerin wird mich da unterstützen. Und dementsprechend habe ich natürlich ganz viele Menschen aus dem Schwabenländle mit mir dabei, die uns dann unterstützen oder mich unterstützen. Genau. Sehr gut. Das heißt, der Bundeslandtisch, der ist schon voll. Yay! Super. Vivian, dann würde ich sagen, haben wir jetzt große Filmpremiere für dich und zeigen jetzt all unseren Zuschauern mal deinen Vorstellungsfilm. Den gucken wir uns jetzt zusammen an und dann sehen wir uns in Kürze in der Flora wieder. Okay, super. Ich freue mich ganz arg. Bis Perfekt. Bald. Und wir freuen uns auf dich und ihr dürft euch jetzt den Film anschauen. Viel Spaß. Ja, super gut. Vivian, perfekt. Wir haben es. Da drin. Warte. Okay. Benni möchte von mir die Abmoderation nochmal haben. Benni, ab wo? Und ich bedanke mich bei Vivian und dann kommt ihr Vorstellungsfilm, ne? Ja, klar. Und in deinem kannst du das machen. Okay, erst mal. Vivian, ich muss die Abmoderation nochmal machen. Das möchten die Jungs gerne nochmal haben. Also nicht wundern, du bleibst einfach stehen. Soll ich trotzdem noch mal so winken und Tschüss sagen? Ja. Okay. Alles gut. Okay. 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 Ja, Vivian, dann würde ich sagen, dann schauen wir uns mal in der großen Premiere deinen Vorstellungsfilm jetzt an und dann sehen wir uns in Kürze in der Flora. Super, ich freue mich. Wir freuen uns auf dich und ihr dürft euch jetzt alle den Film von Vivian angucken. Viel Spaß. Ja, hallo, mein Name ist Vivian Fernandes, ich bin freie Rednerin und ich spreche gerne von Liebe. Also ich bin einfach gerne mit Menschen und ich interessiere mich für die Geschichten der Menschen und deswegen kam ich irgendwie durch Zufall in das Ganze rein und bin dann nach Köln und habe eine tolle Ausbildung machen dürfen und komme jetzt ins dritte Jahr. Also mir ist es ganz wichtig, dass die Brautpaare sich mit mir wohlfühlen, also von Anfang an. Also schon beim ersten Kennenlernen möchte ich, dass wir eine gute Verbindung miteinander haben. Und wenn das gegeben ist, dann läuft eigentlich alles andere wie am Schnürchen. Also grundsätzlich fange ich erstmal immer gleich an. Ich höre mir erstmal an, was sie für Menschen sind. Es gibt eben Menschen, die sind sehr extrovertiert und die möchten die große Show und alles mit ganz viel Tamtam. Und dann gibt es eben Menschen, die sind eher introvertiert und die möchten das eher ganz ruhig haben. Und deswegen möchte ich erstmal meine Paare kennenlernen und es gibt nichts aus der Schublade. Ich passe mich einfach an und ich glaube, mit der Empathie, die ich besitze, gelingt mir das ganz gut. Ich habe mal ein Kompliment von einem Kind bekommen. Das Kind hat zu mir gesagt, du hast voll die schöne Geschichte erzählt und ich habe dir die ganze Zeit zugehört bis zum Ende. Das war so toll. Und das ist, glaube ich, das größte Kompliment, wenn man auch kleine Kinder sogar abholen kann, die einem dann ruhig sitzen bleiben und einem zuhören. Aber natürlich ist mein Anliegen auch, dass das Brautpaar sowohl glückliche als auch emotionale Momente hat und nochmal ihre Geschichte aus einer anderen Perspektive Revue passieren lässt. Ja, also ich freue mich mega, dabei sein zu dürfen. Bin natürlich auch super aufgeregt. Also es wäre jetzt gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, ja, das ist voll easy. Schöne Zeit zu haben und nach Köln zu reisen, in die Flora zu kommen. Und ja, natürlich auf die Aftershow-Party. Auf die freue ich mich auch. Hallo, mein Name ist Vivian Fernandes, ich bin freie Rednerin und ich bin dabei beim Deutschlandfinale der Wedding King Awards 2022.
Und von Reden auf großen Bühnen und vor großen und kleinen Hochzeitsgesellschaften wenden wir uns jetzt nochmal einem ziemlich bunten Thema zu, denn es geht nochmal um Blumen. Und wir nehmen euch mit in die Welt von Blumenherzen, denn Blumen sind für viele Paare ja schließlich eine Entscheidung, die gefällt werden muss, die aber oft ganz schön schwer fällt. Das heißt, lasst uns mal schauen, wie es im hohen Norden bei Blumenherzen so zugeht. Viel Spaß! Hallo, ich bin Katrin Schauroth von Blumenherzen und ich bin Floristin aus Leidenschaft. Ich habe 1985 begonnen und bin auch seitdem durchweg im Beruf. War eigentlich Zufall, aber ich habe schon immer eine Begeisterung für Pflanzen gehabt. Also hier in Mohrdorf habe ich meine Werkstatt mit einem kleinen Ausstellungsraum. Und die meisten Hochzeiten mache ich hier in meiner Werkstatt. Ich gehe eigentlich immer auf die Braut ein. Und wenn die Braut einen Boho-Strauß will oder einen Vintage-Strauß haben will oder was ganz klassisch ist, dann bekommt sie das auch. Es ist eigentlich egal, ob ich Brautsträuße mache oder Trauerfloristik. Auch die Trauerfloristik hat so ein gewisses Etwas. Liegt mir sehr am Herzen, immer wirklich frische Ware zu haben, Qualitätsware und dass die Leute auch wirklich Freude an ihren Blumen haben. Das Herzstück von Blumenherzen ist meine Werkstatt hier, wo sich mittlerweile viel angesammelt hat von Perlen, Band muss man immer haben und auch dann immer der Jahreszeit ein bisschen angepasst, von Filz über Wachspapier. Also mittlerweile hat sich da so viel angesammelt. Man findet ja auch immer mal wieder was Neues an Materialien, was man verwerten kann. Also ich möchte eigentlich den großen Tag nochmal verschönern mit den Blumenarrangements, mit dem Brautstrauß. Und es ist ja für eine Braut auch immer ganz wichtig, dass der Brautstrauß wirklich der ist, den sie gerne will. Natürlich freue ich mich, beim Award dabei zu sein. Ich sehe das als große Herausforderung, auch für mich persönlich, weil ich habe schon jahrelang nicht mehr an irgend so einem großen Wettbewerb mitgemacht. Hallo, ich bin Katrin Schauroth von Blumenherzen und ich bin beim Wedding King Award 2022 dabei. Und jetzt sind Sie mir zugeschaltet, endlich hier bei uns im Studio. Hier ist Katrin von Blumenherzen. Hallo, liebe Katrin. Hallo, mir geht's gut. Hallo. Hallo Katrin, schön dich zu sehen. Dir geht's gut, das ist ja schon mal gut zu wissen. Sag mal, jetzt sind die Wedding King Awards ja nicht mehr allzu lang hin. Wahrscheinlich hast du schon riesig Bauchkribbeln. Wie sieht's aus? Ist alles vorbereitet? Können wir loslegen? Es ist alles in Arbeit und ja, Aufregung ist da und man ist immer noch am Planen und Machen und ja. Aber alles in Arbeit. Und ich hoffe, ich kriege alles, wie ich es gerne auch möchte. Man hat ja immer große Pläne und die Umsetzung ist dann doch nicht so einfach. Oh, das glaube ich. Aber du hast ja einen ganz, ganz großen Unterstützer dabei und das ist dein Uwe. Der kommt ja sicherlich mit, oder? Ja, der kommt mit. Der kommt mit. Wird der auch bei dir am Arbeitsplatz mit sein und dir da helfen oder lässt du den gemütlich im Saal sitzen und zugucken? Eigentlich darf er eher im Saal sitzen. Bei großen Sachen muss er mir vielleicht mal helfen, aber sonst ist er eigentlich freigestellt und darf sich da vergnügen. Sag mal, als du das Konzept entwickelt hast für das, was du zeigen wirst am Abend der Wedding King Awards, wie lange hat es gedauert? Hattest du direkt die zündende Idee oder war das mehr ein Prozess, der sich über Wochen hingezogen hat bei dir? Eigentlich hatte ich gleich eine Idee gehabt und man guckt ja dann so ein bisschen, man denkt immer so, was ist meins, was will ich gerne machen, was will ich rüberbringen und daraus ging dann ganz schnell so ein Konzept und wie gesagt, aber manchmal ist es schwierig, das umzusetzen und ich hoffe, dass ich es wirklich so umsetzen kann, wie ich es auch mir in meinem Kopf vorstelle. Mhm.
Gibt es Risiken? Gibt es kleine Stolperfallen, wo du sagst, oh Mensch, da könnte noch was schief gehen? Oder bist du komplett sicher in allem und das klappt? Es gibt immer einen Plan B und man ist flexibel und ich habe so viel Erfahrung und man ist dann auch ganz schnell und da muss man halt umswitchen und findet einen anderen Weg und das geht schon dann irgendwie. Auch wenn nicht alles so hundertprozentig klappen soll. Ne? Das ist ja bei uns viel, das hängt ja viel an der Ware, dann auch an der Frischware, ob das wirklich dann alles so aussieht, wie ich mir das vorgestellt habe. Und wie gesagt, da muss man flexibel sein, das geht aber. Ja. Jetzt bist du ja durchaus auch eine Frau mit viel Erfahrung. Es war ja auch zu lesen, ihr habt schon für Wetten, dass gearbeitet. Ihr habt schon im Ausland gelebt, hattet lange Jahre auch da einen Blumenladen, was ich sehr, sehr bewundernswert finde. Und ich glaube, was viele bei euch auch ganz spannend finden. Glaubst du, dass die jahrelange die Erfahrung dir jetzt auch helfen wird, wenn es an den Wettbewerb geht und wenn du dann am Abend an deinem Tischgesteck und an dem Brautstrauß arbeitest? Ich glaube schon. Ich meine, ich bringe dann wahrscheinlich auch eine gewisse Ruhe und eine gewisse Sicherheit mit und ich glaube, dass das schon von Vorteil ist. Ja, das glaube ich auch. Und schließlich hast du auch immer noch deinen Mann dabei, der dir mit ganz viel Applaus und ja, wie soll man sagen, Motivation von der Seite einfach dann auch hilft, wenn ja, irgendwie was sein sollte, was dich aus der Ruhe bringt. Das ist dann der unruhige Part. Genau, das ist dann der unruhige, ist eigentlich eher der nervöse Part, dein Mann dann. Ne? Dann gucken wir, dass wir ihn im Saal ruhig gehalten kriegen und entspannt. Das wäre super, ne? Katrin, ich danke dir sehr, dass ihr euch Zeit genommen habt, denn das war unsere dritte Sendung Wedding Wednesday Magazin. Die vierte Sendung wartet noch auf euch und die ist schon übermorgen, am Freitag, dem 7. Oktober. Schaut noch mal rein, da versorgen wir euch noch mal mit einem Überblick über die letzten Nominierten, die ihr jetzt noch nicht kennenlernen konntet. Es gibt noch mal neue Musik zu sehen. Und Musik ist auch jetzt das richtige Stichwort, denn wir haben auch heute wieder eine unserer nominierten Musiker und Musikerinnen für euch. Heute ist es Caro Bisping, die ihr auch in diesem Jahr wieder auf der Bühne erleben werdet. Dieses Mal nicht mehr als Newcomerin, sondern eben bei den Musikern. Dabei wünschen wir euch ganz viel Spaß. Ich sage jetzt bis Freitag. Tschüss, habt einen schönen Abend. Das ist unser Tag, der perfekte Tag. Und dich und mich, in Wolken zum Mondstein.